Wir haben ja hinter uns eine Euro-Dual zu stehen. Wie kommt man dazu, solch eine Lokomotive auf die Gleise zu stellen? Das hängt damit zusammen, dass wir in unserem Werk in Valencia schon viele Jahrzehnte eine hohe Erfahrung haben im Bereich der Entwicklung und des Betriebs und auch des Services von sechsachsigen Lokomotiven, dieselelektrischen Lokomotiven. Und das dann zusammen mit dem Know-how der Stadler-Gruppe und den Bedürfnissen des Marktes hat uns dazu gebracht, eben diese sechsachsige hybride Hochleistungs-dieselelektrische Lokomotive zu entwickeln. Inzwischen ist ja die Lok zum Verkaufsschlager geworden. Wir hören nur zufriedene Lokführer. Macht Sie das stolz? Aber ganz sicher, ganz sicher. Und das ist natürlich auch eins unserer Hauptziele, dass diejenigen, die jeden Tag mit diesen technischen Wunderwerken arbeiten, auch eine adäquate Arbeitsumgebung finden, die sich einmal in einem modernen Umfeld niederschlägt, aber zum gleichen natürlich auch eine Hochleistung, was die Traktion angeht, bietet und außerdem eben auch eine zuverlässige Arbeitsumgebung und in der Zuverlässigkeit eben auch natürlich, was den Betrieb angeht. Wird die Lok denn den, sage ich mal, aktuellen Umweltauflagen gerecht? Die Lokomotive erfüllt all diese. Das ist ja auch Voraussetzung für die Zulassung durch die europäischen Behörden. Und der Caterpillar-Motor insbesondere erfüllt die aktuellen Normen natürlich. Und seit der letzten Woche haben wir auch die Bestätigung des Herstellers, dass es eben in diesen Motoren auch HVO verwendet werden kann, also verbrannt werden kann. Das ist hydriertes Pflanzenöl. In Richtung Zukunft. Der Dieselmotor ist ja nur allgemein kräftig ins Trudeln geraten. Ist es denn geplant, irgendwann vielleicht mal auf Brennstoffzelle, sprich Wasserstoffantrieb, umzusteigen? Wir bei Stadler sind natürlich immer dabei zu schauen, welche Technologien gibt es, wie können wir helfen, unsere Produkte noch effizienter zu machen, noch umweltfreundlicher zu machen. Und deshalb sind wir natürlich auch bei diesen Themen ganz vorne dabei. Derzeit, wie schon gesagt, der Caterpillar-Motor erfüllt alle Anforderungen. Wir können auch nicht fossile Brennstoffe in ihm verwenden. Die Überlegungen, jetzt auch auf weitere innovative Antriebsmöglichkeiten zu gehen, das heißt Wasserstoff oder Batterie, die Ideen machen wir uns nicht nur im Bereich der Lokomotiven, sondern auch im Bereich der Regionalfahrzeuge. Das kennen Sie. Wir haben in Schleswig-Holstein den Akkuflirt, der jetzt ja erfolgreich die ersten Fahrten gemacht hat. Wir entwickeln in der Schweiz gerade ein Wasserstoffpaket ebenfalls für einen Regionaltriebzug, der erst einmal für die USA, für einen Kunden in den USA gedacht ist oder bestimmt ist, aber der auch in die europäischen Plattformen passen wird. Was hier die Euro-Dual angeht oder überhaupt die sechsachsigen Lokomotiven, einen Ersatz oder ein Alternativprodukt für einen Dieselmotor zu bekommen, ist nicht ganz so einfach, weil wir hier natürlich eine Hochleistungslokomotive haben, die schwere, lange Züge ziehen kann, die längere und schwerere Züge ziehen kann als herkömmliche vierachsige Lokomotiven. Und dementsprechend ist natürlich der Energiebedarf in den Strecken, die bisher noch nicht elektrifiziert sind, entsprechend hoch. Da denke ich, wird es Probleme geben, was die Energiehaltigkeit von Wasserstoff auf der Lokomotive hat. Da geht es einfach, das Speichervolumen von Wasserstoff ist durchaus eine Herausforderung in diesem Bereich. Deshalb sind wir möglicherweise mit Batterien dort besser bedient. Die man dann als Boost verwenden könnte zum Beispiel. Genau, ganz ja, genau, ja. Richtig. Sie ist ja nun sehr beliebt bei den privaten Unternehmen. Ich weiß nicht, wie viele es jetzt sind. Das ist ja schon, sind über 50 Stück, glaube ich, jetzt schon unterwegs. Hat denn die DB oder DB Cargo schon angefragt? Ganz recht. Wir haben wirklich eine ganz hohe Nachfrage an diesen Lokomotiven, was uns stolz macht, worüber wir voll froh sind. Und die DB Cargo hat ja mit der Tochter MEG bereits die Euro-Dual im Verkehr.
Und wie auch bei anderen Kunden funktioniert das sehr gut. Also die große DB, die DB Cargo, der ist es nicht entgangen, ja. Natürlich, ja, selbstverständlich nicht. Naja, es ist ja im Grunde genommen gegenüber früher, es ist ja ein riesiger Fortschritt. Man spart Personal, Rangieren und. Ne? Okay. Dazu jetzt mal eine Frage, die stand jetzt nicht drauf. Sie muss ja immer noch anhalten zum Systemwechsel sozusagen von Strom auf Diesel. Das ist ja eigentlich gar nicht notwendig. Grundsätzlich haben Sie da recht. Ja. Aber was jegliche Änderung an Fahrzeugen, an einmal zugelassenen Fahrzeugen angeht, und wir haben es hier ja noch mit einer Lokomotive für Deutschland zu tun, die Zulassung für Österreich dieses Modells ist ja im Gange. Damit wird dann auch die Änderung einfach herausfordernder, ja? Weil wir eben mit verschiedenen Behörden zu tun haben. Insofern lassen sich solche Änderungen dann entsprechend nur mit höherem Aufwand. Also von der Leistung sind wir ja theoretisch jetzt schon fast am Ende der Schraubenkupplung, sage ich jetzt mal so. Ja, genau. Also wir kommen jetzt in Themen und Bereiche und Komponenten hinein, die uns bisher sozusagen als gegeben, die wir immer als gegeben akzeptiert haben, in die wir jetzt vorstoßen müssen, ganz genau, ja. Also was hat man bisher? 400 Kilonewton ist normalerweise der Grenzwert. Ne? Ja, also die Eurodules, so unsere sechsachsigen sind ungefähr bei 500 Kilonewton. Ja, wir kennen die Anzeige, das sind 500 drüber. Ja. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Also wir wünschen uns für die Zukunft erstens natürlich, dass unsere Kunden auch weiterhin so erfolgreich mit diesen Lokomotiven arbeiten können, dass noch viele mehr Kunden diese USPs, die Eurodual-Familie vereint, auch für sich entdecken. Denn es ist eben ja doch ein Schritt jetzt hier zu einer Lokomotive statt zweien, für längere Züge, für schwerere Züge dahin zu gehen. Das ist ein bisschen, wir müssen anders denken als bisher im Bobo-Bereich. Und dann der nächste große Wunsch eben ist, dass die Politik uns als Eisenbahn insgesamt auch weiterhin und vielleicht auch noch ein bisschen mehr fördert, als es bisher der Fall ist, dass eben wir sozusagen ein Level Playing Field, also gleiche Bedingungen haben für die Eisenbahn, wie wir sie haben auf der Straße. Ja. Denn wir sind ja leben in einem ganz anderen Sicherheitsumfeld, was die Zugsicherungssysteme zum Beispiel angeht auf unseren Lokomotiven, wenn wir grenzüberschreitend fahren wollen. Was eben auch die Anforderungen an Lokführer angeht, da brauchen wir für grenzüberschreitende Verkehre auch die Sprachkompetenzen. Alles das haben wir ja nicht auf der Straße. Also dass wir da noch mehr Bewusstsein schaffen, auch für die handelnden und entscheidenden Politiker, sowohl auf den nationalen Ebenen als auch auf europäischen Ebenen, damit wir insgesamt alle unseren Beitrag noch vergrößern können zur Dekarbonisierung des Verkehrs.